Jo, hallo Leute, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr ein richtig cooles dätrisches Artefakt bekommt, mit dem es richtig Laune macht zu spielen. Denn es geht heute um den Ebenerzharnisch und der bietet nicht nur einen sehr guten Schutzwert als schwere Rüstung, nein, er bringt auch zwei sehr schöne Effekte mit sich. Der erste ist ganz klar, dass ihr Gegnern Schaden zufügen könnt, ohne sie zu schlagen. Das heißt, sobald sich Gegner bei euch in der Nähe befinden, werden sie durch eure Rüstung vergiftet und sterben quasi von alleine. Das macht sich besonders gut, wenn ihr einfach in der großen Schar von Gegnern steht und einfach zuschauen könnt, wie sie der Reihe nach um euch sterben. Des Weiteren ist sie auch noch eine der wenigen Rüstungen, die euren Schleichwert verbessert, indem sie euch geräuschlos macht, wenn ihr durch Höhlen geht und dazu noch so einen schwarzen Dampf aufsteigen lässt, der euch in Höhlen quasi unsichtbar macht. Das ist auch eine wunderschöne Sache, wenn ihr als Assassine unterwegs seid und ich möchte euch jetzt in diesem Video zeigen, wie ihr da Schritt für Schritt rankommt. Viel Spaß! Wie immer, wenn wir uns ein dätrisches Artefakt besorgen wollen, müssen wir erstmal einer dätrischen Gottheit einen kleinen Gefallen tun. Und um mit dieser in Kontakt zu treten, benötigen wir ein Buch, das nennt sich Boethias Prüfung. Und das wird ab Level 30 in allen möglichen Kisten im Spiel gespawnt. Da gäbe es zum Beispiel den Rückzugsort von Septimus, den wir ja während der Hauptquest treffen, oder aber das Verlassenhaus in Riften. Das wären ganz typische Plätze, wo man es in den Bücherregalen findet. Wenn ihr den Prozess etwas abkürzen wollt, könnt ihr es auch kaufen in der Bibliothek der Akademie von Winterfeste. Das heißt, wenn ihr hier unten in der Halle der Elemente steht und euch nach rechts dreht, einmal den Wendelstein hinauf geht, dann werdet ihr dort hinten den Bibliothekar treffen und den könnt ihr auch fragen, was er denn so zum Verkauf anbietet. Und dort werdet ihr das Buch höchstwahrscheinlich in seinem Inventar finden. Das ist ein sehr auffälliger Buchdeckel mit einem großen Bild vorne drauf, also es dürftet ihr nicht verfehlen. Wenn er es allerdings nicht zum Kauf anbietet, dann müsst ihr 48 Stunden warten und dann nochmal nachfragen. Wenn er es immer noch nicht hat, wartet ihr nochmal 48 Stunden und dann müsst ihr es eigentlich auf jeden Fall haben und ihr kauft das Buch für 54 Dukaten. Sobald ihr das Buch aufgeschlagen und gelesen habt, beginnt für euch die Quest Boethias Ruf, die euch befiehlt, zu ihm an den Altar in der Nähe von Windhelm zu kommen. Also wenn wir hier mal auf die Karte schauen, sehen wir auch schon, dass es schräg rechts unter Windhelm auf dem Berg ist eigentlich überhaupt nicht zu verfehlen. Dort oben wird uns auch gleich eine alte Priesterin begegnen, die uns nicht gerade freundlich gesinnt ist, und sie macht uns das Angebot, dass wir doch mal ein Opfer bei ihrer Gottheit machen könnten und dass das vielleicht uns etwas weiterhilft. Und wir müssen dafür ein Menschenleben opfern von irgendeinem Begleiter, der uns treu in den Tod folgt. Und da könnt ihr natürlich Lydia opfern, wenn sie nicht mehr gut genug für euch kocht. Wenn ihr sie euch aber noch ein bisschen aufheben wollt, könnt ihr auch den Dienst eines Mannes in Riften in Anspruch nehmen, einfach gerade durch das Stadttor spazieren und dann in die Kneipe einmarschieren. Dort findet ihr hinten links in der Ecke den heruntergekommenen Mann, der euch für 500 Goldstücke anbietet, euch Dienste zu leisten. Der weiß nur noch nicht, dass er das Geld niemals ausgeben wird, aber egal, er wird uns ahnungslos hier hoch auf den Berg zu der Statue folgen. Dort oben findet ihr jetzt so einen Marterpfahl und daneben werdet ihr euren Begleiter ansprechen und ihm sagen, dass er etwas für euch erledigen soll. Und dann habt ihr ja dieses blinkende Kreuz vor euch und mit diesem deutet ihr auf den Pfahl und sagt eurem Begleiter, dass er den benutzen soll. Sobald er sich aber dem Kreis nähert, wird er von der Gottheit in den Bann gezogen und an den Pfahl gefesselt. Ihr habt jetzt nur noch die Aufgabe, heranzutreten und ihn mit einem Schwerthieb zu töten. Was jetzt folgt, ist kein Bug oder Grafikfehler, sondern vielmehr die lang ersehnte Erscheinung der Gottheit. Ugh. She has Wearing come. Flesh is so distasteful. She is here, among us. You have caught my attention, still, mortal. Beware her anger. Most unwise. Wenn ihr jetzt mit dem Körper des verstorbenen Begleiters redet, in den die Gottheit ihre Seele hineinversetzt hat, dann wird sie euch auch gleich die Geschichte von ihrem verlorenen Helden erzählen, dem sie ihre kostbare Rüstung anvertraut hat, der aber kläglich versagt hat und mit ihr abgehauen ist, und ihr sollt sie jetzt wieder zurückbringen. An dieser Stelle tritt auch einer der häufigsten Bugs im Spiel auf. Es kann euch nämlich passieren, dass die Göttin nicht gewillt ist, mit euch zu sprechen. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist einfach nur auf alle umherstehenden Priester einzuschlagen, bis alles tot ist. Und dann wird sie schon einsehen, dass es besser ist, mit euch zu reden. Sie wird euch jetzt auch gleich in ein Zeltlager am anderen Ende der Welt schicken, nämlich in der Nähe von Falkenring. Und sobald ihr dort angekommen seid, werdet ihr auch gleich auf jede Menge Banditen treffen. Da müsst ihr auch ziemlich vorsichtig sein, denn das ist eine ziemlich ausgeklügelte Falle, die die dort aufgebaut haben. Also nicht
kopflos hier den Hang hinaufrennen, sondern erstmal in Deckung gehen vor den Steinen, weil die können auch ganz schön Leben abziehen. So, wenn dann die ganzen Felsbrocken an euch vorübergerollt sind, könnt ihr hier hochgehen und gemütlich alles niedermetzeln. Und dann findet ihr ganz hinten im Lager auch den Eingang in ein Bergwerk. Und wenn ihr dort hineingeht, werdet ihr auf euren Endgegner treffen. Den ehemaligen Helden machen wir auch ohne große Mühe nieder. Und in seinem Leichnam finden wir dann auch die Rüstung, wegen der wir die ganzen Strapazen auf uns genommen haben. Wer möchte, kann jetzt natürlich noch zur Daedrischen Gottheit zurückgehen und die Quest abschließen. Die Rüstung dürft ihr aber in jedem Fall behalten. Mit dem guten Stück am Leib können wir auch gleich mal die tollen Effekte ausprobieren. Hier sehen wir, dass wenn wir uns niederducken, wir schwarz werden und damit werden wir in Höhlen quasi unsichtbar sein. Ein weiterer ganz besonderer Vorteil wird deutlich, wenn wir jetzt mal den guten Feyendall angreifen, indem wir einfach gar nichts machen, sondern einfach nur neben ihm stehen und er schlägt in aller Mühe auf uns ein und wir ziehen ihm Leben ab, indem wir einfach nur dastehen und er an unserer Vergiftung stirbt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Ebenerzharnisch ist eindeutig eine meiner liebsten Rüstungen im Spiel, gerade weil es so viel Laune macht, mit ihm zu spielen und das insbesondere, wenn man als Assassine arbeitet. Ich möchte nochmal kurz daran erinnern, dass ihr mir natürlich eure Fragen zu Skyrim auch bei Skype stellen könnt. Mein Name dort ist MinecraftStuff, genauso wie mein Kanal. Ansonsten freue ich mich schon, euch im nächsten Video wiedersehen zu können. Bis dahin.